Silvi, gegen Klagenfurt waren wir knapp dran, jetzt gegen den FAC wollen wir die ersten drei Punkte, wie werden wir das anstellen? Ja, wir wissen, dass mein FAC die beste Auswärtsmannschaft der Liga kennt. Sie trifft auf die beste Heimmannschaft. Wir glauben, dass der FAC sehr, sehr darauf bedacht ist, so lange wie möglich die Null halten, also sehr defensiv agieren wird. Und da gilt es natürlich, Lösungen zu kreieren. Und so ein schnelles Tor würde die Situation natürlich erleichtern. Aber es kann auch sein, dass es ein Geduldsspiel wird. Und je länger das 0-0 steht, spielt es natürlich dem FAC in die Karten. Aber wir sind gewillt, jetzt den Heimdreier zu machen. Und dann sind wir wieder, meines Erachtens, in der Spur. Was hat gegen Klagenfurt gefehlt, dass wir den Sieg, die drei Punkte, quasi nicht über die Runde bringen konnten? Ja, im Endeffekt, wenn man es nur mal anschaut, es ist sehr, sehr schade. Gefehlt hat Fakt, dass wir die Kontersituationen nicht fertig gespielt haben, weil da waren einige Möglichkeiten da, und Fakt ist, dass wir schlecht verteidigt haben, die letzte Standardsituation. Ansonsten haben wir es sehr gut gemacht bis dorthin, aber es ist halt dann bitter in der Nachspielzeit. Auch wenn wir in Lafnitz, wo wir die Glücklichen in der Nachspielzeit, am Freitag, wo wir gegen Klagenfurt leider die, was da kassiert haben, und ist natürlich ärgerlich, wenn wir wieder sichere Siege ausgeschaut haben. Und schade, nur einmal. Kontersituationen besser lösen und hinten konzentriert bei jeder Situation. Danke. So, Ferdi, was müssen wir gegen einen FAC anders machen als gegen Klagenfurt, um endlich die drei Punkte zu holen? Wir müssen mal ein Tor zwingen, müssen mehr Torschüsse generieren, und hinten sollte man mal den Ball auch mal wegschlagen, bevor man irgendwie versucht, im Spiel zu halten. Und einfach Gas geben, und dann bin ich positiv gestimmt, dass wir das schaffen werden. Wir treffen als heimstärkste Mannschaft auf die auswärtsstärkste Mannschaft. Was wird am Sonntag überwiegen? Unsere Heimstärke hoffentlich. Ich meine, wir waren davor, Ried, waren wir ein Jahr ungeschlagen zu Hause. Und da bin ich dafür, dass wir wieder so eine Serie starten. Danke dir.